KFA 2 GTX 1080 Ti haben wir jetzt samt Fantex Glacier G1080 Ti Kühler in das Gehäuse gebaut. Natürlich mit der XSPC Backplate. Wie gehabt auch immer, auch bei Luftkühlern immer so ein bisschen das Problem, dass die Karten ein bisschen durchhängen. Wir werden hier eine kleine Stütze bauen, die wir von unten quasi hier gegen drücken, damit das Ganze noch ein bisschen gerader ist. Es ist nicht wirklich viel, aber hilfreich ist es bestimmt, und wir werden dazu einfach am Ende quasi ein Stück Hardtube nehmen. Dieses Stück Hardtube werden wir dann mit Carbon überziehen und das werden wir dann hier so als Stütze quasi verwenden. Das werden wir auch direkt hier hinterm Kabel verlegen, damit man das halt so gut wie möglich nicht sehen kann. Und dadurch, dass es natürlich dann auch foliert ist, selbst wenn man es dann doch mal sehen sollte, ist es nicht so schlimm. Wie gesagt, das Schwarz geht hier in dem Carbon-Umbau vom Background und mit den ganzen Komponenten eh so gut wie unter. Aber es hilft auf jeden Fall, das Ganze noch ein bisschen zu stützen. Und ja, der nächste Schritt, der jetzt ansteht für uns, Anschraubtüllen. Mal ganz kurz gucken, ob ich gerade noch welche hier liegen habe. Habe ich sogar. Und zwar kommen jetzt hier unten die Anschraubtüllen rein. Dort ist ein Anschluss und dort. Und dann werden auch noch die letzten drei Hardtubes fertig gemacht. Wie gesagt, wir müssen zum einen von der Grafikkarte von hier müssen wir runter in den Ausgleichsbehälter. Ausgleichsbehälter geht schon hier unten hinten in die Pumpe rein. Also die Pumpen sind ja quasi hier hinterm Radiator auf der anderen Seite verbaut. Da geht es dann vom Ausgleichsbehälter in die Pumpen, von der Pumpe geht es hier in den Radiator auf der Rückseite und hier vom Radiator geht es dann wieder raus. Und da ist hier oben eine kleine Öffnung und dann geht das Ganze wieder in die Grafikkarte zurück. Dort. Und das letzte Stück, was wir dann noch benötigen, ist hier vom Prozessor wegzugehen. Hier an der Grafikkarte lang. Wir müssen mal gucken, eventuell müssen wir noch eine kleine Biegung reinmachen, damit wir hier nicht an die Grafikkarte stoßen. Dementsprechend müssen wir mal schauen, eventuell gehen wir oben ein bisschen schräg und gehen dann hier quasi auf der Höhe runter. Und von hier müssen wir quasi nur noch hier in den Ausgleichsbehälter rein. Alles andere vom Kreislauf ist bereits fertig und erledigt. Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt dann ein Videopart für ein anderes Video. Hier und jetzt Grafikkartenumbau erledigt und auch schon verbaut. Und jetzt geht es noch an das Feintuning und dann halt System befüllen, einen Tag laufen lassen und hoffen, dass alles dicht ist. Und dann sehen wir uns auch schon bald mit dem fertigen Endergebnis wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß dann mit den kommenden Videos.
So, mal ausmachen hier. So, Stand der Dinge. Ausgleichsbehälter ist bis hier voll. Man sieht es, ne? Wenn ich hier so ein bisschen... So, also fast bis zum Anschlag. Ist auch überall schon so weit Wasser drin. Hier unten, da, der Fitting, der war undicht. Jetzt dicht. Trotzdem natürlich hier mal gucken, aber das sieht sehr gut aus. Das gefällt mir. Dann war undicht die Verschlussschraube, und zwar die von Femtex. Aber wenn ich mir so diese Dichtung hier angucke, im Vergleich zu den von Alpha Cool, da finde ich die halt schon besser. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ausprobiert und siehe da, bisher kein Wasser. Wie gesagt, der Kreislauf, der ist ja soweit fertig. Dort ist noch ein Anschluss, der ist auch trocken, da ist nichts. Das ist wieder mal natürlich ein bisschen umständlich für mich. Da hinten, das Tuch ist auch trocken. Und das einzige Tuch, was jetzt hier noch mir das Genick brechen könnte, wäre das. Aber auch das ist alles trocken. Ja, das gefällt mir natürlich. Also lag es einfach an dem Fitting und nicht an meinen Skills, dass ich irgendwie zu unfähig bin, ein scheiß Fitting oder eine scheiß Wasserkühlung zusammenzubauen. So, ich habe jetzt insgesamt 1 Liter. So, Netzteil an. Ja, man hört es hier noch so ein bisschen plätschern. Da ist halt irgendwo noch ein wenig Luft im Kreislauf. Ohne Scheiß. PC hört man nicht, ne? Außer das Plätschern jetzt hier vom Wasser, weil der Radiator noch nicht komplett voll ist. Gut, das sind so Kleinigkeiten. Damit muss man halt auch leben. Das wird sich ja dann noch im Laufe der Zeit füllen, wenn ich das Ganze natürlich noch ein wenig hin und her schüttel. Und jetzt hier ist auch alles dicht. Oh, wunderbar. Ja, es wird. Ich würde mal sagen, hier mein Mega-Einfüllstutzen. Weil hier mit dem komischen Scheiß, das kannst du vergessen. Da bist du hier mit dem Ding eine halbe Stunde am Drücken und hast gerade mal so viel Wasser drin. Da habe ich keinen Bock da. Ja, aber wie man sieht, der Kreislauf, der ist dicht. Trotzdem mal hier alles provisorisch schon mal schön machen. Das soll ja dann nachher auch schön laufen, ein paar Stunden. Und dann morgen auch. Und dann werde ich wissen, ob das alles dicht ist. Diese ganzen Fittinge, die ich jetzt hier habe, an den ganzen Stellen, wo es ein bisschen Risiko ist, also genauso wie hier, einfach aufgrund der Bauweise, wie ich das jetzt machen musste, genauso wie da, das ist jetzt auch wieder so ein Kandidat, genauso wie hier, den werde ich auf jeden Fall nochmal abschrauben und nochmal neu drauf drehen, einfach sicherheitshalber, weil, ja, wenn beide Kreisläufe leer sind, ist es schnell gemacht, hier alles zu tauschen. Aber wenn jetzt ein Kreislauf befüllt ist, wird es halt einfach für mich noch schwieriger, hier auf so kleinen, engsten Raum mit meinen dicken, fetten Wurstfingern hier irgendwie Fittinge abzudrehen. Aber wie gesagt, der erste Kreislauf läuft. So, die letzte Hardtube. Erster Versuch, ja, heute. Ja, sieht sehr, sehr lustig aus.
Gucken, ob ich das hier irgendwie eingefangen bekomme. Einmal das gerade Stück, was dann quasi dort vom Prozessor weggeht. Da die Ecke hier vom Grafikkartenkühler im Weg ist, hier so eine kleine Biegung. Von der Biegung geht es in den perfekten 90 Grad Winkel. Dann geht es nach unten in den nächsten perfekten 90 Grad Winkel. Ein bisschen rüber, wieder ein 90 Grad Winkel. Also wie man sieht, das ist schon eine Konstruktion für sich. So auf den ersten Blick. Das Problem ist natürlich jetzt, dass der Silikonschlauch oder die Wurst hier ein bisschen stört. Aber ich muss die ja eh noch kürzen, das ist ja klar. Immer etwas länger schneiden. Wenn ich die jetzt hier so ranhalte, das könnte sogar, ja, no risk, no fun, wenn sie nicht passt. Die muss, glaube ich, noch ein bisschen gebogen werden. Das ist noch kein richtiger 90 Grad Winkel, glaube ich. Das sieht so schief aus. Kontrollieren wir es doch einmal. Wozu hat man denn so eine schöne Hilfe? Ja, ist nicht ganz 90 Grad, ist noch ein bisschen zu wenig. Es erklärt auch, warum es noch nicht ganz passt.